herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paddys Mikrokosmos. Schön, dass ihr dabei seid. Ich zeige euch heute die letzte Folge meiner alten Home-TV-Show vom Mai 1997. Kurze Zeit später haben meine 3 Jahre langen Bemühungen Früchte getragen und ich bin beim Kindersender Nickelodeon gelandet. Das erwartet euch heute hier. In der finalen Ausgabe von Extrem Schizophren gibt es ein Interview mit der Puppe Vampy von RTL 2. Außerdem seht ihr die Boygroup Construction und die Rapper von Double Impact. Beide kennt heute keine Sau mehr. Und es gibt einen Auftritt von mir in der Home-Videosendung auf RTL 2 namens Bitte Lächeln. Tja, und schwachsinnige Sketche sind natürlich auch wieder am Start. Eine Sache noch zu den Hintergründen. In den News von Extrem Schizophren, da wird ziemlich auf den Schauspieler Harald Juhnke eingebasht. Der hat damals nämlich durch rassistische Äußerungen Negativschlagzeilen gemacht und wurde von so ziemlich allen aufs Korn genommen damals. Ich erinnere mich noch gut, als das Satiremagazin Titanic Juhnke im SS-Mantel abgebildet hat und so natürlich auch für einen Skandal sorgte. Man sollte allerdings dazu sagen, dass Juhnke, ganz wie man das von ihm kennt, total besoffen war und sich nicht mehr an seine rassistischen Äußerungen erinnern konnte. Wenn ihr mehr über die allgemeinen Hintergründe meiner VHS-Sendung wissen wollt, dann schaut euch das Video Extrem Schizophren vom September 96 an. Der Link ist in der Beschreibung. Da erzähle ich ein bisschen was über die Entstehung und so weiter. Hier gibt es jetzt nur die komplette Sendung zu sehen und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Hi, hallo und herzlich willkommen zu Hause zu Extrem Schizophren, meiner Home-TV-Show. Ich bin Paddy Grötz, der erste sprachfehlergeplagte Moderator. Ab und zu bleibe ich mir hängen. Was soll ich machen? Es ist mir angeboren. Was haben wir für euch? Ja, Interviews haben wir für euch jede Menge. Und zwar mit den 2 Rappern von Double Impact. Und dann waren wir bei der neuen deutschen Boygroup Construction, haben sie ein wenig interviewt. Und ich habe für euch Blümchen, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Und ein Interview mit diesem Typ hier. Ah, das ist nämlich Vampy von RTL 2. Den haben wir auch für euch ein wenig ausgequetscht. So, das alles und noch viel mehr jetzt in Extrem Schizophren. Und ich habe jetzt noch was zu erledigen. Und ich würde vorschlagen, derweil könnt ihr euch hier einfach den ersten Sketch reinziehen. Tag, Polizei. Eben ereignet sich ein sehr schwerer Banküberfall. Der Täter hat eine Geisel und wird wahrscheinlich von der Schusswaffe Gebrauch machen. Bitte fahren Sie vorsichtig. Wenn Sie etwas sehen, melden Sie sich bei uns. Ist klar, Officer. Ja, wie fast immer in Extrem Schizophren haben wir auch dieses Mal wieder News drin, ja? Diese hier beschäftigen sich fast ausschließlich mit dem Thema Harald Juhnke. Ich wünsche euch viel Spaß. Sehr verehrte Zuschauer von den Fernsehbildschirmen zu Hause, nun die Nachrichten. Der durch seine rassistischen Äußerungen in die Presse geratene Harald Juhnke hat sich inzwischen von den Strapazen der letzten Zeit wieder erholt. Jetzt nimmt er sogar wieder Filmrollen an, diesmal als SS-Mann in Schindlers Liste 2. Ein großer Fernsehkanal plant jetzt auch eine Arzt-Serie mit Harald Juhnke. Geplanter Titel: Praxis Dr. Mengele. Harald Juhnke machte ja neuerdings Werbung für Müllermilch. Diesbezüglich hat die Firma Müller jetzt eine neue Geschmacksrichtung auf den Markt gebracht, Müllermilch Whisky.
Wie sich die Zeiten ändern, liebe Zuschauer. Früher Kutschen, heute Autos. Früher Schwarz-Weiß-Fernseher, heute Farbfernseher. Früher Hitler, heute Juncker. So, und zuletzt noch. Die extremschizophrenen Forschungsabteilung hatte sich zum Ziel gesetzt, herauszufinden, ob es Leben auf dem Mars gibt. Schauen wir doch einfach mal rein, wie weit sie sind. Und mit diesem Beitrag sage ich mal Ciao. Sehr interessant. Nach jahrelanger Untersuchung haben wir herausgefunden, es gibt definitiv kein Leben auf dem Mars. Hey Vampi, wieso sprichst du nichts? Wir haben nur abgemacht, dass du jetzt die Anmoderation machst. Hey, was ist denn los? Ich kann es nicht verstehen. Im Interview mit mir war er gesprächiger. So, ich bin echt froh, euch hier jetzt Vampi zu präsentieren. Hier ist der. Hi Vampi. Ja, hi. Na du? Ja, und es war ja ein mordsmäßiger Akt, ich muss das jetzt mal hier erzählen, ein Interview mit ihm zu kriegen, weil ich musste irgendwie 100 Millionen Menschen anrufen und so. Es ist wirklich schwer, an dich dran zu kommen. 100 Millionen übertreibt ein bisschen, es waren 998. Ja, da hast echt recht. Jetzt ist es ja auch so, Anna hat ja früher Vampi moderiert und jetzt ist sie irgendwie, hat sie dich irgendwie ver... Ja, sie ist zu höheren Aufgaben und so. Ja. Warst du traurig deswegen oder so? Natürlich bin ich ein bisschen traurig. Aber ich meine, ich mache die Show ja alleine weiter. Hi Fans. Ja, und jetzt habt ihr irgendwie so einen anderen Moderator. Wie kommst du so mit dem klar? Mit dem komme ich gut klar. Wen meinst du denn? Den kleinen Schlanken oder den dicken Großen? Ich meine den, ist mir jetzt ein wenig peinlich, weil ich habe den Namen irgendwie nicht mehr im Kopf. Ich kann dir den Namen sagen, der eine heißt DJ, der andere heißt Schulz. Nee, ich meine den menschlichen, will ich mal sagen. Den menschlichen Menschen? Ja, den menschlichen Menschen. Ach, da kenne ich mehrere, wen meinst du jetzt präzise? Präzise, diesen, der früher in der Technik war und dann moderiert hat. Der hat Anna mal vertreten, als er krank war. Der früher in der Technik war? Ja, dieser eine Schwarze. Ach, du meinst meinen lieben, dunkelhäutigen Freund, den Ja, Dirk? Macht er das noch? Ja, natürlich macht er das noch, aber im Augenblick hat er Pause. Ach so, und wie kommst du mit ihm klar? Ja, bestens. Ja, ist es auch so, dass du oft so auf der Straße angesprochen wirst, so hey Vampi und so? Ja, hauptsächlich von den heißen Mädels. Ja, musst du viele Autogramme geben? Ja, nicht nur das, abends Eis essen und so. Hast du auch Einladungen auf die Hotelzimmer? Hast du auch eine Freundin? Schwierig, oder? Auf einer Kamera sagen? Ja. Eine, man küsst sich so durch. Ah so, ein kleiner Casanova, unser Vampi hier. Ja, jetzt muss ich mal wieder auf meinen schönen Fragezettel draufschauen. Ja, ich habe mir so ein paar Stichpunkte gemacht. Was? Schau nach. Ja, was haben wir hier noch draufstehen? Ach so, du kommst ja auch viel rum und so. Welche großen Stars hast du da schon so gesehen? Ja, viele zum Beispiel. David Hasselhoff zum Beispiel, ja. Aha, wo hast du den getroffen? Den habe ich im Hotel in Frankfurt getroffen, beim Interview. Mhm. Wie ist der so? Ja, ich weiß nicht, was er ist. Wie er so ist? Ich meine, er ist gut. Kleckert er sich voll? Wie er so ist, ja. Schlechter Witz. Ja, und dann habe ich noch einen ganz tollen Mann getroffen. Meistens trägt er eine Brille, ja, und sagt immer, I love you, I love you. Nee. Ja, hast du ihn echt getroffen? Nein. Klar. Wo? Ja, auch in Frankfurt, auch in einem Hotel. Ehrlich? Ja. Das war doch bestimmt ein Plagiat oder so. Nein, er war echt. Das war echt? Ja, er war echt, echt. Echt, echt. Ja, echt, echt. Mhm, und? Was hast du ihn so gefragt? Ja, einiges. Aha. Wie alt er ist, was er abends so macht. Und wie es seiner Kinderfarm hergeht. Ja, und wie es seinem Affen geht auch. Ja. Ja. Und was macht der Affe so? Ist alles okay bei ihm? Früh isst er Bananen und abends macht er sie wieder hinten raus. Ja, hast du dich als Person, sei du so ein großer Star bist, irgendwie verändert oder so? Ich habe mich überhaupt nicht verändert. Stellst du höhere Ansprüche jetzt? Ja, ich fahre ein größeres Auto. Was noch? Was hast du für ein Auto? Ich esse abends 2 Schnitzel. 2 Schnitzel. Und Sonntag, früher nur eins. Sonntag 2 esse ich 4 Kugeln Eis. Aha. Was hast du denn für ein Auto? Hi, was hast du für ein Auto? Ein Gokomobil. Aha. Wie schnell ist das? 37,3 Stundenkilometer. Mhm, naja. Ja, und was macht dein Kollege Schulz gerade so? Wenn er nicht auf dem Klo ist oder in der Küche, dann wird er sich vorbereiten für unsere Show. Eben ist er noch hier gewesen. Jetzt ist er, also irgendwie ist er jetzt nicht mehr hier, weil da hätte ich ihm auch ein paar Fragen gestellt, ihm auch ein paar Antworten aus der Nase gezogen, ja? Ja, was hältst du von Schulz? Schulz ist ein ganz lieber Freund und manchmal ein bisschen plemplem, ich meine ein bisschen auf den Kopf gefallen, aber sehr lieb, sehr reizend und wirklich ein ganz dufter Kumpel, ja.
Ich kann mich früher dran erinnern. Ach nee, das war was anderes. Oh, Entschuldigung. Das war eine andere Show, ja? Nein, willst du auch deine Freundin vielleicht mal mitbringen? Welche hierher? Denn? Eine von deinen vielen. Das geht nicht. Dann werden die anderen eifersüchtig. Ach so. Wie ist das denn mit der Fanpost? Wie viel kriegst du so in der Woche? In der Woche 1500 bis 1587. Aha. Liest du die alle? Ja, selbstverständlich. Schreibst du auch Antworten für alle oder ist das so ein Vordruck? In Liebe dein Vampi oder so ähnlich. Ach so. Ist aber vorgedruckt. Da ist nichts vorgedruckt. Ich mache das alles per Hand. Ja, dann hast du ja normal überhaupt keine Zeit mehr hier zu moderieren. Ja, und wenn das Interview noch länger dauert, habe ich erst recht keine Zeit mehr. Ach so, musst du jetzt wieder drehen? Ich muss, ja. Oh, er muss wieder drehen? Geld verdienen. Ach so, hast du einen strengen Zeitplan oder wie? Was heißt strengen Zeitplan? Wir haben einige wichtige Dinge zu machen und die müssen ja über den Sender bei RTL 2. Okay, hast du noch ein Grußwort an die extrem schizophrenen Zuschauer dort draußen? Ja, dort draußen. Das sind meine lieben Freunde. Hallo Freunde, ich grüße euch alle, ich küsse euch, euer lieber Vampi. Nein, ja? Meine Show heißt ja extrem schizophren. Ach, deine Show? Ja, meine Show heißt so. Ja, dann kann ich nur sagen, toi 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 für diesen jungen Star-Moderator und viel Spaß beim Zuschauen. Und man sieht sich. Hi. Halt! Kondome schützen. Liebe Zuschauer, ich muss mich outen. Es ist jetzt recht schwer für mich, weil ich muss mich outen. Ich bin nämlich meiner Show extrem schizophren fremdgegangen. Ja, ich war ihr nicht immer treu. Ich habe auch mal etwas anderes moderiert zwischenzeitlich und ist klar, ich habe jetzt riesengroße Schuldgefühle und so, aber wir schauen da trotzdem mal rein. Hi! Hallo? So viel Applaus. Hallo zu Hause, hallo hier im Studio. Ich bin Paddy Grötz. Ihr werdet jetzt sagen, was macht dieser Typ hier? Nun, ich bin heute hier eingeladen und bin Co-Moderator bei der heutigen Special-Ausgabe von Bitte Lächeln. Und jetzt kommen die zwei Super-Moderatoren, Mai Karl und Martina Menning. Und ich würde sagen, heute applaudieren wir mal nicht, wenn sie reinkommen. Aber nachher könnt ihr dann umso mehr applaudieren. Es ist ja immer langweilig. In jeder Show, ob das jetzt ein anderer Kanal ist oder RTL 2, werden die Moderatoren mit Applaus begrüßt. Und heute machen wir das mal nicht. Hier sind Mai Karl und Martina Menning. Ist mal was anderes. Hey, wie abwechslungsreich. Super. Vielen Dank an das Publikum. Schön, dass ihr da seid. Boah, das ist ja gerade mal gut gegangen. Da geht mir doch gleich der Ohrclip ab, Mensch, Paddy. Das ist aber doch gut gegangen. Schwein gehabt. Oh, ich hab dir gesagt, beeil dich, Karl, der stiehlt uns sonst noch die Show. Na ja, die Show ist ja noch da. Stimmt. Guten Abend. Tag zusammen. Jetzt können wir mal klatschen, oder? Dran. Ja, kannst du ein bisschen schrauben. Und hält gut. Mhm. Und? Ich würde sagen, ihr zwei wart jetzt genug im Bild. Jetzt ab geht die Lucy. Falsch. Der Rudi. Tja, vor einiger Zeit hat sich meine Redaktion auf die Suche nach dem Ursprung des Clown-Daseins gemacht. Ja, sie stieß dabei auf eine heiße Spur aus den 30er Jahren. Ich hab gehört, du hast den Mikrofilm. Zeig ihn her oder ich puste deine Birne weg. Immer schon ruhig bleiben, Mann. Du kriegst ja, was du willst. Sie ist hässlich, sie ist eingebildet. Sie ist hässlich. Ja, ihr habt bestimmt schon gemerkt, die Rede ist vom Teenie-Idol Blümchen. Ja? Wir zeigen sie euch, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Jetzt kommt erstmal Blümchen und ich a cappella. Danach geht's weiter. Das Licht!
ich das? Hier, mach mal schnell A Cappella zur Einübung, Herz an Herz oder so. Auf geht's. Nö. Arschloch. Ich bin hier, um zu reden, ich bin nicht, um zu singen. Weise Worte. Oder was ist denn cool? Du kannst mir, wenn wir das zusammen machen, du kennst doch Bicycle Race bestimmt schon in- und auswendig. Du gibst mir die Sachen vor und dann singe ich dir die Antwort darauf. Los. Oh, ich kenne das Lied auch gar nicht. I say black, musst du sagen. Was? I say black. Ice and black? I say black. Ach, ich glaube, das... Ja, doch, I say black. I say white. I say nochmal black. I say bite. Okay, prima. Das ist nochmal black. Super. Das war klasse, war's ja. Noch schnell eine Abfahrt. Mach die Augen zu, ich hätte unsere Zuschauer warnen sollen. Mach die Augen zu, hätte ich sagen sollen. Ja, es ist furchtbar. Ich 2,80 Meter groß und 7 Tonnen schwer. Aber es ist ja nicht das Aussehen, was zählt. Es ist die innere Institution. Sie ist immer noch hässlich, sie ist immer noch eingebildet, sie ist immer noch hässlich, sie ist immer noch eingebildet. Ja, schon wieder geht's um Blümchen. Ja, irgendwie ist sie so hässlich, dass sie keinen Mann kriegt und deswegen macht sie sich an meine Kamera ran. Ihr glaubt es nicht? Dann seht her. Ich gehe rein und gib so Arsch, Mann. Toll. Jetzt kann ich meine Kamera wiedern. Nein, da sind Kosmetiktücher. Muss man einfach eins bringen und dann. Aber ich denke mal, es ist eine coole Optik. Coolig, ja. Sonst bringst du mir ein Kosmetiktuch und ich mach das alles ab. Oder ich hol dir selbst eins, ja? Tja, der hat sie doch nicht mehr alle, werdet ihr jetzt sagen. Blümchen ist doch nicht hässlich. Haha, von wegen. Ich habe sie nämlich so aufgenommen, wie sie weder Bravo, noch Spiegel, noch Poprocki, noch sonst irgendeine andere Zeitung aufgenommen hat. Ungeschminkt. Blümchen ungeschminkt. Und danach werdet ihr auch verstehen, weswegen ich das behauptet habe. Seht. Also ein bisschen dunkel an die Augen gehen, so das Blumen ein bisschen stärker rausgemacht. Ruhig Lidstreifen, da ist vielleicht ein bisschen irgendwas. Und sonst ist es nicht zu mehr. So ein bisschen, dass ich, also nicht ungeschminkt aussehen soll, aber... Jetzt noch nicht, jetzt bin ich noch hässlich. Nein, ich wollte so was machen, vorher, nachher, weißt du? Nee, das macht ich nicht. Ey. Wollte ich mir einen Pullover holen, gell, ist ja wieder Schlussverkauf gewesen und da habe ich unterwegs einen Typ getroffen, der wollte sich den auch holen. Junge, da habe ich mir mit dem so ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, ey, ich kann dir sagen. Das kann ich mir vorstellen, doch. Tja, seit dem Erfolg von New Kids on the Block oder Take That schießen Boyclubs wie Pilze aus dem Boden, wie Blümchen aus dem Boden, ja. Eine Formation, das ist nämlich Construction aus Nürnberg, habe ich im Auftrag des Kinderkanals Nickelodeon bei der Nickelodeon-Verleihung 96 in München interviewt. Hallo, hi, hier sind die Jungs, ich bin der Nickelodeon Backstage Reporter und ich wollte euch einfach mal fragen, wie findet ihr es denn hier zu sein? Geld? Ganz gut. Ja. Und wer gehört denn jetzt eigentlich noch zu dem Haufen hier? Er doch bestimmt auch noch. Ja, ich bin der Spielführer. Hi. Spielführer, wo ist deine Armbinde? Das ist doch normalerweise hier. Jetzt die Spielführerbinde. Ja? Ja. Und was macht ihr heute Abend? Moderiert ihr oder spielt ihr, tanzt ihr uns einen vor sozusagen? Nee, wir bringen unsere letzte Single vor, wir tragen unsere letzte Single vor, die neue dürfen wir leider nicht machen, nee, Quatsch. Nee, einfach wir machen unsere aktuelle Single, die in den Charts waren. Wie heißt die? What is in Love. Aha, natürlich Playback. Nee, nicht Playback, natürlich. Nein, nicht Playback, liebe Zuschauer, wie könnt ihr nur sowas annehmen? Ja, was könnte ich noch fragen? Wieso seid ihr eigentlich so spät hierher gekommen? Alle anderen Promis waren schon ziemlich früh da und ihr kommt... Wir kommen gerade von Worm, haben Gutscheine uns abgeholt von 100 Mark. Habt ihr auch das Magazin? Das ist ja immer zum Nulltarif. Worm-Magazin, das habt ihr bestimmt auch mitgenommen, oder? Nee. Moment, hier will noch jemand was sagen. Ich bin die Managerin von Construction. Ich möchte hier auch mal was sagen. Ich möchte auch mal zu Wort kommen. Nein, Construction. Ach, nö, ich hab da. Managerin, das ist nicht so toll. Wir wenden uns lieber hierzu, wieder den Jungens.
Ja, okay, dann eine klitzekleine Chance gebe ich ihr. Nee, die Construction sind heute für Masterboy eingesprungen. Die sind krank geworden, aber wirklich krank. Und da wir so kurzfristig, wir konnten nicht schneller hier sein. Und deswegen sind wir jetzt erst gekommen, in letztem Augenblick. Seid ihr eigentlich so eine Take-That-artige Zusammenwürfel-Band? Oh, Entschuldigung. Aus Millionen von Bewerbern ausgewählt wurden. Kann man ja nicht mehr anhören hier, ehrlich, ja. Ich sag's dir. Pass mal auf. Ohne Scheiß. Wir kennen uns wirklich alle schon seit über 6 Jahren. Wir sind kein gecasteter Act wie all die anderen. Ich schwör's euch. Wir sind wirklich Kumpels. Na? Er ist kein Freund, er kommt nur reingeschneit und ärgert die Leute, gell? So, und das war's eigentlich. Okay, das ist so viel von Construction und wir wenden uns jetzt einem anderen und 100%ig auch netteren Promi zu. Schnitt. Wer bist du auch? Managermäßig oder Crew? Nein, ich bin Gruppi. Ja, aha. Ja, ja. Und zwar, die Managerin hat es mir angetan. Die Managerin. Nee, er hat ins Hiddlewort ist Love geschrieben. Okay, so viel von Construction. Tschüss. Ich müsste ja mal telefonieren. Tja, ist irgendwie ein bisschen eigenartige Location für eine Anmoderation, aber ist egal. Ich mach's jetzt einfach. Wir kommen jetzt zu den 2 Rappern von Double Impact, ja. Geballte Ladung heißt das übersetzt. Und ich habe sie interviewt, oder vielmehr, sie haben sich selbst interviewt. Was soll ich jetzt noch sagen? Wir gucken uns das Interview jetzt einfach mal an, oder? Er ist eine Band. Meine Band. Meine Kapelle heißt Double Impact. Bitte? Ja, was? Nein, wie viele Platten habt ihr schon rausgebracht? Okay. So, das ist jetzt mittlerweile unser 4. so. Und ich mache jetzt ein Selbstinterview. Hi, George. Ich will euch mal irgendwie meinen Kollegen vorstellen. George, alles klar? Ja, und bei dir? Ja, korrekt. So, jetzt machen wir das Interview alleine. Der Mann, der kann eine Pause machen, so. Der kann jetzt mal Kaffee trinken. Er nimmt das Ding überhaupt auf? Das Ding blinkt hier. Nimmt das überhaupt auf? Nein, das nimmt auf, aber der Akku ist am Arsch. Easy. Ja, George. Introduce yourself. Ja. Hallo, ich bin der George, nicht Deutsch, ich bin einfach Portugiese und ich erzähle meine Devise, darum kriege ich jetzt keine Krise. Genau, alles klar, peace. Jungs, macht's gut. Ja. Ja, am besten ins Bett legen. Ins Bett legen. Das wäre jetzt am allerbesten. Wir müssen uns schminken lassen, wie Mädels, versteht ihr? Wie Mädels müssen wir uns schminken lassen. So. Was hält ihr von Blümchen? Blümchen ist klasse und nochmal klasse. Ja, Herr Schmidt, der heutigen Untersuchung zufolge nach muss Ihr rechter Arm in der nächsten Zeit amputiert werden. Ja, und der Tumor im Kleinhirn käme noch dazu. Und Ihr jahrelanger Drogenkonsum hat natürlich Ihr Herz so erheblich geschwächt, dass Sie sich in der nächsten Zeit einer komplizierten Bypass-Operation unterziehen müssen. Ja, und die Leberzirrhose haben Sie ja sowieso schon seit Jahren. Aber trotzdem ist der Körper für einen 80-Jährigen noch sehr, sehr gut in Schuss. Tja, jammer schade, da Sie erst 20 sind. Tja. So, liebe Zuschauer. Moment mal, das ist doch das alte extrem Schizophren-Studio. Das wollten wir doch eigentlich überhaupt nicht mehr nehmen. Ah ja, ja, ihr merkt schon, es ist nicht mehr allzu hell und jetzt machen wir mal Schluss mit extrem Schizophren. Ich hoffe, euch hat keinen Spaß gemacht und was bleibt euch noch übrig? Ja, ihr könnt euch noch den super tollen Abspann reinziehen. Da steht nämlich drin, wer so alles mitgearbeitet hat an meiner Show und ich würde sagen, macht's gut.